Am Samstag öffnet das Freilichtmuseum wieder seine Pforten. Eine dritte Lokomotive, ein erweiterter Gasthausbereich sowie ein reichhaltiges Veranstaltungsprogramm wird viele Besucher anziehen. Die Sonderausstellung »Die Summe eines Lebens« stellt eine Privatsammlung dar und soll vergangene Zeiten in Erinnerung rufen. Bei der Eröffnung der 42. Raurisser Literaturtage würdigte Landeshauptmann Stellvertreter David Brenner die großartigen Leistungen der langjährigen Intendantin Britta Steinwender. Der Raurisser Literaturpreis wurde an Maja Haderlapp, der Förderpreis an Elke Latznia vergeben. Beide Autorinnen stammen aus Kärnten. In den Skigebieten Werfen, Rauris, Lofer und Weißsee Gletscherwelt können Familien an diesem Wochenende den Winter noch einmal genießen. Mit dem Salzburger Familienpass gibt es hier 50% Rabatt auf den regulären Tarif. Der erste Schritt zum Pilgern führt oft über geistlich geführte Tageswanderungen. Hier bieten die vorösterlichen Pilgertage auf der Via Nova Gelegenheit, sich auf die Ostertage einzustimmen und mit Gleichgesinnten durch meditatives Gehen, gemeinsames Singen und Beten zur eigenen Stille zu kommen. Landeshauptmann Stellvertreter Wilfried Haslauer zeichnete den Pongauer Georg Schwarz mit dem goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um den Salzburger Tourismus aus. Der Hotelbetreiber und langjährige Vorsitzende und Geschäftsführer der Alpendorf Bergbahnen war unter anderem maßgeblich bei der Gründung der Dreitäler Skischaukel in St. Johann beteiligt. Musik.